Ja, jetzt im Nachhinein sind wir natürlich überglücklich, dass wir das gewonnen haben. Es war ein schwieriges Spiel. Erste Halbzeit war nicht gut von uns, sind in Rückstand geraten. Aber ich denke, zweite Halbzeit haben wir das Spiel dann dominiert und dann auch die zwei Tore gemacht und schlussendlich auch verdient gewonnen. Ja, natürlich, der Druck vorm Spiel war schon da, ein bisschen. Ja. Und natürlich sind wir erleichtert gewesen, als wir das gewonnen haben. Und die Trainingswoche war sicher ein bisschen entspannter, aber ausruhen können wir uns nicht, dürfen wir noch nicht. Und deswegen gehen wir schon noch Vollgas. Ja. Ja, das wird sicher auch keine leichte Partie. Ich glaube, die werden defensiv gut stehen. Die haben auch viel zu verlieren und die wollen unbedingt was mitnehmen hier. Und deswegen müssen wir, ja, so wie in der zweiten Halbzeit gegen Saarbrücken auftreten und einfach den Willen haben, ein Tor zu erzielen und auch das Spiel gewinnen zu wollen. Und dann, glaube ich, werden wir auch die drei Punkte hier behalten. Ja, definitiv so. Das war im Hinspiel. War auch die Verletzung von Sven Selentin, habe ich noch in Erinnerung. Ja, es war ein sehr bitterer Nachmittag für uns, aber wir haben drei Punkte mitgenommen, es war sehr wichtig. Mannschaft hat sich nicht verändert, gleiches Personal, ja, gleiche Ausrichtung, unangenehmer Gegner, die mit ihren Mitteln versuchen, es dem Gegner einfach schwer zu machen. Das machen sie auch gut, ja, solange es 0-0 steht, wenn sie in Führung gehen, ja, wird das gegen diese Mannschaft sehr, sehr, sehr unangenehm, weil sie zweikampfstark sind, weil sie sich im Gegenspieler auch reinfressen können, ja, das ist schon so. Ja, du musst so eine Mannschaft bespielen, du musst das Tempo hochhalten, du musst die wenigen Räume, die du bekommst, nutzen. Das war auch für uns der Ansatz in der Trainingswoche, ja, dass wir da erkennen, wann wir das Tempo hochfahren müssen, wann wir schnell die Seite verlagern müssen, um ein Beispiel zu nennen. Und dann die Chancen, die wenigen, die wir wahrscheinlich kriegen werden, das wage ich mal zu prophezeien, ja, weil es einfach eine Mannschaft ist, die gut verteidigt, die musst du nutzen. Und das werden wir morgen, weil wir natürlich wissen, ja, dass wir morgen schon so einen Matchball haben, den wir uns natürlich mit der Halbzeit in Saarbrücken erarbeitet haben. Und deswegen wollen wir zu Hause hier gewinnen und damit ist, glaube ich, auch alles gesagt. Ja, es ist das Gleiche wie vom Saarbrücken-Spiel. Wir haben schon, wir schleppen momentan vieles mit und deswegen, glaube ich, sind wir auch gut beraten, wenn wir morgen diese drei Punkte auch mit aller Macht hier einfahren, weil wir dann einfach ein bisschen mehr Ruhe haben. Ja, wir haben nach wie vor Edi Kablani, der nicht im Mannschaftstraining ist. Wir haben Matze Kunz, hat Hüftprobleme, konnte die ganze Woche nicht trainieren. Das hat er sich am Freitag beim Training schon zugezogen, mussten wir aus dem Trainingsbetrieb rausnehmen. Ja, Kevin Mack macht ein Teiltraining, ja, da muss man auch sorgsam umgehen mit der Entscheidung, wann man ihn jetzt wieder voll belastet. Marco Kovler, positive Geschichte, ist wieder voll im Trainingsbetrieb, wird auch eine Option für den Kader sein. Was haben wir noch? Ist ja schon eine ganze Menge, ja, und von daher kann man sich ausrechnen. Moritz Göttl, machen wir auch noch nicht die Fortschritte, wie wir es uns vorgestellt haben, ist der Schmerz noch da. Hat gestern auch einen Trainingsversuch gestartet, musste dann abbrechen. Okay, mit Moritz bin ich im Austausch. Ja, versuche natürlich auch keinen Druck aufzubauen. Er muss auch schmerzfrei werden, muss vom Kopf her voll da sein. Aber es sind schon so ein paar Themen. Ja, und deswegen ja, macht nichts, ja, weil wir trotzdem viele gute Jungs haben. Und das haben wir auch jetzt bewiesen. Und deswegen hoffe ich, dass morgen das alle verstehen und morgen kann es nur eins geben, Vollgas.